Ein kurzer Rückblick über das Hochwasser in Niederösterreich folgt im nächsten Beitrag. Unser Team war in Persenbeug, Ips und Melk vor Ort. Ja, das letzte große Hochwasser war 2002 in Ips an der Donau und da hat es natürlich in der Stadt ein bisschen anders ausgeschaut. Also da hätten wir jetzt nicht mehr in der Stadt gehen können, wo wir uns gerade bewegt haben. Man sieht jetzt schön, durch den Hochwasserschutz ist die Stadt, sage ich mal, größtenteils geschützt. Wir haben 2002 waren 84% der Stadt unter Wasser und dank diesem gut funktionierenden Hochwasserschutz ist jetzt die Stadt einmal größtenteils sicher, sage ich. Der Hochwasserschutz hat rund 27 Millionen Euro verschlungen auf einer Länge von 2,8 Kilometer hier entlang der Donau und es beinhaltet aber auch den Fluss, die Ips, was auch natürlich geschützt wurde. Und leider Gottes ist noch ein Teil von der Stadtgemeinde, der Katastralgemeinde Salling-Salzenstein, die noch nicht geschützt sind. Aber da werden wir jetzt hoffentlich nach dieser Katastrophe das auch angehen und beim Land anklopfen, dass wir auch dieses Gebiet schützen können. Wir sind seit Sonntag 9 Uhr zusammengetreten, der Bezirksstab des Roten Kreuzes. Seitdem tagen wir hier in diesen Räumlichkeiten. Die Situation schaut so aus, dass da neben dem Regelbetrieb, den wir ja trotzdem durchführen müssen, also zum Beispiel heute sind bis jetzt 16 Transporte durchgeführt worden, sich die Situation jetzt eingependelt hat anscheinend. Also die Hochwasserspitze in Ips dürfte erreicht sein. Es gibt natürlich auch hin und da Probleme noch mit eintretendem Wasser. Zum Glück sind keine Personen weitere zu evakuieren gewesen. Zwei Personen haben wir evakuiert in Ips, die sind in das Landespflegeheim gebracht worden. In Melk unten hat es ebenfalls eine Evakuierung gegeben, die sind ebenfalls dort in ein Gasthaus verbracht worden. Soweit läuft jetzt eigentlich alles planmäßig weiter. Wir hoffen, dass jetzt diese Spitze da ist und dass sich die jetzt einige Zeit wird sie sich halten und dann wird sie wieder nach unten gehen. Wie viele Mann sind beim Roten Kreuz im Einsatz? Zurzeit haben wir im gesamten politischen Bezirk Melk 60 Personen im Einsatz. Dies teilt sich in Rettungsdienst, Rettungs- und Krankentransportdienst und Notarztdienst. 10 Mitarbeiter des Führungsstabes sind im Einsatz. Ein Teil der Wasserrettung ist bei uns hier im Einsatz und es sind auch 6 Personen der Bergrettung bei uns stationiert, wenn etwa irgendwo eine spezielle Bergung durchzuführen ist und Personen zu evakuieren sind, dass die gleich mit uns ausrücken können.